Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sons of the Forest. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's wie geplant auf unserem ja mittlerweile winterlichen Erkundungsflug rund um die Insel. Ich habe uns wieder einen kleinen Startplatz gesucht. Ich hoffe, von hier aus kommen wir los. Wetter ist auch wieder zum Glück ein bisschen aufgeklärt. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen es von hier und gerade so und machen uns auf den Weg. Ist ja nur noch ein kleines Stück die Küste hoch. Bis zur oberen Höhle und da gehen wir dann halt eben nochmal komplett durch, weil was anderes bleibt eh nicht über, denn wir kommen die Wasserrutschen ja nicht wieder hoch, wenn wir erstmal runtergerutscht sind. Das heißt, wir werden die Höhle nochmal komplett durchgehen müssen und da es auch eine ganze Weile her ist, dass wir hier waren, gehe ich mal davon aus, dass wir da auch einen Respawn hatten in der Höhle. Das heißt, wir werden uns nochmal komplett durchkämpfen müssen, aber ist auch gut so, das macht ja auch ein bisschen den Reiz an Höhlen aus, also dürfen ruhig Gegner drin sein. Da darf ruhig was los sein. Und Munition haben wir ja noch genug. Also jedenfalls für die Schrotflinte auf jeden Fall. Ein bisschen Pistolenmunition haben wir. Wir haben Handgranaten, noch einiges dabei. Das müsste passen. Und was wir jetzt noch brauchen, ist erstmal wieder einen Schwung Höhe. Weil wir müssen ja doch ein Stück den Fluss noch den Berg hoch hier. Dann holen wir uns erstmal hier draußen über der Küste, an der Küste noch ein bisschen Höhe. Zap. Schwung holen, nicht zu viel und dann leicht nur. Und dann sieht man schon. Und am besten immer noch eine Kurve dranhängen irgendwie. Habe ich jedenfalls das Gefühl, das macht es nochmal besser. Dann steigt man in diesem, während dieser Drehung nochmal so ein klein wenig. So, das reicht aber noch lange nicht. Würde ich sagen, um da hochzukommen. Ah, das war auch schon wieder nicht schlecht. Wir müssen, guck mal, wir müssen doch ein ganzes Stück da hoch, ne? Wir müssen doch ein ganzes Stück den Fluss darauf. Dann hol nochmal richtig Schwung. Yep, das war schon nicht schlecht. Und eigentlich müsste es jetzt aber auch gehen, wenn wir hier mit Tempo uns reinstürzen. So ein bisschen. Ja, nochmal ein bisschen mehr. Müssten es eigentlich trotzdem hier rauf schaffen. Lass uns mal kurz auf die Karte gucken. Ja, okay, wir müssen doch ein ganzes Stück hier rauf noch. Sogar noch um die Biegung rum. Aber es müsste trotzdem gehen. Ja, das klappt doch gut, Leute. Das klappt doch sehr gut. Das heißt, wir könnten den Gleiter am besten gleich an der unteren Höhle aber stehen lassen. Wir kommen ja dann später auch wieder an der unteren Höhle raus, ne? Jetzt wird es ein bisschen schwierig, dass wir noch ausreichend Höhe gewinnen, weil es hier bergauf geht. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen zwischen den Bäumen durch und dann nochmal einen Schwung Höhe beim Abwärtsfliegen holen. Ja, sonst kommen wir doch nicht bis nach oben, kommen wir nicht mal bis zur unteren Höhle sonst. Und weil wir jetzt schon so flach waren, passt es nicht mehr, können wir nicht mehr gegen den Hang aufsteigen. Das wird dann nichts mehr. Selbst mit dem Supergleiter hier nicht. Also nochmal. Ja, sieht schon wieder deutlich besser aus. Und dann holen wir uns sogar nochmal ein bisschen Höhe, Leute. Nur zur Sicherheit. Ah, es hat nicht so ganz funktioniert. Nicht genug Schwung geholt vorher. Und auch zu steil nach oben gezogen dann die Nase. So, viel besser. Okay, Leute, das müsste jetzt aber reichen, dass wir da raufkommen. So, leider ist das Wetter schon wieder schlechter geworden. Aber das passt jetzt. Wenn nicht, laufen wir ein kleines Stück, ist dann auch nicht so schlimm. So, um die Ecke müssen wir auf jeden Fall noch rum, aber wir werden jetzt nicht mehr groß steigen können hier, weil wir eben jetzt bergauf fliegen. Da klappt das dann nicht mehr so gut. Aber ist auch okay, wir sind nah genug dran, Leute. Hauptsache, der haut nicht ab jetzt hier, du bleibst schön hier. Dich wollen wir nicht wieder verlieren. Dann können wir auch ein bisschen durch den Winterwald stapfen. Das ist nicht so schlimm. Wir haben ja wie immer Zeit, ihr Lieben. So.
Guck mal nebenbei nochmal kurz auf die Karte. Ach, guck mal, wir sind schon an der unteren Höhle vorbei. Warte. Obwohl, nee, anders. Wie machen wir das jetzt? Wie spät ist denn das? 15:40. Oder wir legen uns gar nicht hin. Also, dass wir jetzt auch nicht mehr speichern vorher. Weil, dass die Gleiter verschwinden, das hat wohl irgendwie was mit dem Abspeichern zu tun. Wenn man irgendwie zu weit weg von seinem Gleiter speichert, dann verschwindet der. Deswegen sind die auch immer verschwunden, wenn ich die in der Basis habe stehen lassen und wir irgendwo unterwegs waren. So. Wo ist denn jetzt hier dieser Ausgang, sag mal? Ach, doch noch ein Stück weiter da. Okay. Dann müssen wir noch ein Stück darauf, ne? So wie das aussieht, oder? Ja. Gehen wir mal hier rum. Gehen wir mal. Komm mal nicht dran vorbei. Der Gleiter wieder weg. Halt, du bleibst. Wo ist er hin? Aber wir haben ihn schon wieder geschnappt. Alles klar. Jetzt hänge ich am nächsten Baum fest. So, einmal hier rauf. Weil wir lassen den dann hier stehen, Leute. Weil wir kommen ja hier wieder raus. Wir lassen den also hier stehen. An der unteren Höhle. Und gehen zur oberen Höhle. Das war ja die richtige Reihenfolge, ne? Weil der Höhleneingang ist mit Sicherheit da unten. Oder? Kann man die überhaupt nicht erkennen? Auf der Karte auch nicht so wirklich. Zeig nochmal her. Nee, der muss unten sein dann. Gut, macht nichts. Wir lassen den Gleiter aber trotzdem hier oben stehen, weil von hier starten war. Das heißt, er steht an der unteren Höhle. Wir wissen, wir kommen hier raus und hier steht unser Gleiter. Der bleibt jetzt auch hier stehen. Alles klar, und wir gehen hoch zur oberen Höhle. Ja, wir gehen hoch zur oberen Höhle. Nehmen wir die Axt irgendwas in die Hand, dass sie nicht so wackelt mit der Karte. Wir flitzen hoch zur oberen Höhle und speichern jetzt auch kein einziges Mal. Wir gehen jetzt komplett in einem Rutsch durch, ohne Speichern. Und auch ohne überhaupt ein Zelt aufzustellen, ohne zu schlafen. Wir haben Energy-Riegel dabei. Wir gehen da jetzt so durch. Bin ich gespannt, Leute, weil irgendwas haben wir ja auch vergessen. Also irgendwas habe ich ja da stehen lassen in dem Abschnitt. Das wollen wir auf jeden Fall haben. So, guck mal, hier haben wir doch auch super fließendes Wasser. Können wir gleich nochmal einen Schluck trinken vorher. Das passt. Was zu essen haben wir bestimmt noch irgendwie was dabei. Ja, zumindest hier nochmal so ein paar Nudeln. Hauen wir uns die gleich rein. Und noch ein Energy-Riegel obendrauf. Das passt super. Sehr schön. Oben gleich noch vor dem Höhleneingang Schluck zu trinken. Dann sind wir soweit. Schrofind ist auf der 4. Oh, Moment. Kommen wir hier überhaupt drauf? Hier kommen wir gar nicht rauf. Außenrum. Schrotflinte ist bereit, Taschenlampenbatterien haben wir genug. Pistolenmunition haben wir auch ein bisschen. Handgranaten haben wir auf jeden Fall dabei. Und ein bisschen C4. Molotow-Cocktails. Rüstung ist ja voll. In der Mutantenhöhle kriegen wir neue Rüstung. Ja, ist gut, kriegst gleich einen Schluck zu trinken. Müssen wir es nur einmal nochmal hier hochschaffen, dann gibt's gleich was. Und wenn wir einmal komplett durch sind, kommen wir ja unten direkt bei unserem Gleiter wieder raus. Der dann ja auch noch dastehen müsste, solange ich nicht abspeichere, dürfte er sich nicht auflösen. Wenn doch, naja gut. Dann habe ich einen kleinen Offscreen-Fußweg nach Hause. Oh, hier kommt schon der erste Wurstmann außerhalb der Höhle entgegen. Lass ihn mal runterhüpfen aufs Eis. Hopp. Und da schleicht noch einer. Normaler, den lassen wir aber mal. Sagt unser Rüstungsvorrat, ist der eigentlich voll? Moment, bevor wir sagen, wir lassen die alle. Ja, der ist voll. Ja, wir lassen die alle. So, jetzt habe ich nichts mehr getrunken. Jetzt sind wir schon wieder am See angekommen. Aber, macht auch nichts. Und in der Höhle gibt es ja Wasser. Das passt also. So. Okay, Leute. Das haben wir. Taschenlampe nochmal eben auf die 8 wieder. So, du bist nirgendwo drauf. Du bist auf der 5. Handgranaten. Oh, wir haben Handgranaten. Eine haben wir dabei. Ich dachte, wir haben... Oh gut, dann habe ich zu Hause doch alle rausgeräumt. Ne, pass mal auf. Nimm mal lieber die auf die 5. Und nimm mal... Was haben wir? Die haben wir auf der 7. Dann nehmen wir lieber Mollys. Da haben wir ein paar mehr. Dann packen wir die noch auf die 6. So. Passt erstmal. Alles klar, auf geht's. Karte brauchen wir nicht. Da drin sitzen nur noch die 2. Die 3 lustigen 2.
So, wir machen einmal kurz die Helligkeit. Wieder, halt, warte, wir hatten hier mal 70, ne, und hier 75 für unsere Höhlentouren. So, das müsste reichen für YouTube, dass man das gut genug sehen kann. Auf geht's. Auf geht's. Taschenlampe raus. Schrotflinte raus. Kurz gucken. Ja, zeig doch mal eben kurz nochmal die Munition an, bitte. Schrot. Nee. Einmal zurück. Flintenlauf. Alles klar. Achso, hier mussten wir ja gleich reintauchen. Ne? Hier ging es ja gleich los. Dann lass uns doch eben mal kurz ruhig... Dass wir nochmal einen mitnehmen können hier im Tank. Stimmt, hier ging es nur... Hier konnte man erstmal nur reintauchen, ne? Also gut. Dann hier rein. Dann mal gucken, ob jetzt hier in dem Bereich, in der größeren Halle, in die wir ja jetzt reinkommen, ob da gleich wieder welche rumschleichen. Und dann war da ja schon auch die erste Wasserrutsche runter. Von der ich ja dann beim letzten Besuch dachte, es wäre schon die endgültige Wasserrutsche. So, hier gab es ja zum Glück nur einen Weg rein. Und hier sind mit Sicherheit wieder welche unterwegs, oder? Natürlich sind hier wieder welche unterwegs. Und letztes Mal waren es drei. Zwei sehe ich schon mal. Guck mal, hier liegt gleich noch eine Flasche zum Nachtanken. Das war nichts. Wollte gleich das Beinchen erwischen. Zwei haben wir. Rüstung können wir ja nicht mitnehmen. So, und hier ging es dann runter. Hier oben war hinten noch dieser kleine Bogen, wo der eine noch saß. Da hatten wir ja auch schon vorbeigeguckt. Halt, hatte der vielleicht ein paar Handgranaten dabei? Oder was hatte der? Da gab es dann nur Leuchtfackeln. Wir gucken nochmal. Zur Sicherheit. Was hattest du denn dabei? Naja, auf jeden Fall nochmal ein paar Energy Drinks. Die nehmen wir natürlich auch gern. Batterien sind voll. Das. Druckerharz. Schleicht irgendwo einer rum? Nee, ne. Okay, Leute. Das heißt, dann jetzt runter hier. Und von da aus können wir dann eh nicht mehr zurück. Das heißt, kommt drauf an, wenn die Wasserrutsche jetzt nicht super lang ist hier. Sieht aber schon danach aus. Ja, nee, egal wo wir dort rauskommen, da können wir keine Seilrutsche mehr bis nach ganz oben schießen. Gehe ich mal nicht davon aus. Also gut. Pack mal die Waffe weg. Erstmal und los geht's. Oh ja, oh, alles klar, Leute. Nee, da haben wir keine Chance, wieder raufzukommen. Ich hoffe, wir können hier nicht irgendwo gegenknallen, dass wir uns den Hals brechen. Okay, wir sind auf jeden Fall wirklich woanders, ne? Raus jetzt. Wir sind nicht. Lass mal ganz kurz gucken. Scheint aber trotzdem nur in eine Richtung weiterzugehen hier. Also unter Wasser gibt es nichts, wo wir jetzt hier reingefallen sind. Nee. So, von da oben sind wir runtergerutscht. Scheiße, es geht nur in die Richtung weiter, wo das Licht herkommt. Ja, hier geht es als einziges weiter. Okay, Leute, wir sind im neuen unbekannten Abschnitt der Höhle angekommen. Was ist da denn jetzt gerade runtergekracht? Da liegen noch mal ein paar Kultisten. Oh, hier liegen überall noch Kultisten rum. Mal eine Kultistenhöhle. Wie gut. Halt, du sollst... Pack mal jetzt die Schrotflinte wieder aus. Jetzt kannst du die Schrotflinte wieder nehmen. Alles gut. So viel können wir wahrscheinlich jetzt hier nicht mitnehmen. Weil wir die Taschen immer noch so voll haben. Aber ist auch nicht schlimm. Ich hoffe, auf jeden Fall so ein... Entweder sind das ein paar Wurstmänner oder wir haben hier irgendwo einen Babyblob sitzen. Dicken, fetten Babyblobs. Da haben wir nochmal wieder Sauerstoffflaschen. Der hatte auf jeden Fall gerade eben schön Schrotmunition dabei, der hier vorne. Oh, das ist ein besonderer. So, wie der läuft. Ja, das ist einer von den stärkeren. So ein Mini-Boss-Mutant hier. Wie Edward Puffton. Genau so einer ist das. Nur ohne seinen, oh, ohne seinen Anzug. Lad mal nach. Schön im Halbdunkeln. Aber das ist wirklich der harmlosere von beiden.
Der krabbelnde Miniboss ist schlimmer. Roms. Sehr schön, den haben wir. Das sind ja die, die auch immer zwei Rüstungen gleich geben. Aber gut, unsere Rüstung ist ja eh voll. Stell mal die Kiste wieder hin hier. Alles voll. So, also gucken wir. Da waren wir dran. Da sind wir hergekommen. Hier hinten die Rückseite ist Sackgasse. Große Halle bis jetzt. Mit einem Boss-Mutanten, Mini-Boss-Mutanten drin. Jede Menge Kultisten. Wieder so eine Zeichnung. Hier oben im oberen Abschnitt haben wir auch schon mal wieder so eine Zeichnung. Kann man immer schlecht deuten, finde ich, was das bedeuten soll irgendwie. Oh, Leuchtfackeln sind voll. Dass dieselbe Person ist, die sich langsam so von unten nach oben aufrichtet. Oder ob es einfach vier sind, die, ne, einfach... Was sieht irgendwie aus, als wenn sich dieses eine hier verändert, ne? Von, ja, einfach nur, der verändert sich einfach nur. Es ist immer derselbe. Oder soll immer dieselbe Person sein, die sich irgendwie verändert. Und was das da oben ist, keine Ahnung. Vielleicht der Mond, vielleicht die Sonne, vielleicht irgendein riesiges Auge. Keine Ahnung, Leute. So. Da haben wir aufgemacht, ne? Da liegt der, da liegt noch ein Kultist. Und es geht aber nur in einer Richtung weiter. Und zwar hier runter. Ihr habt nichts an den Knochen. Taschen habt ihr ja keine mehr. Oh, da unten rennt nochmal einer rum auf jeden Fall. Wir bleiben ja erstmal hier am Rand. Da scheint es auf jeden Fall einmal rumzugehen um die Ecke. Aber wir laufen erstmal die Ränder ab hier ein bisschen für die Übersicht. Sauber, den haben wir gleich erwischt. Oh. Zappel nicht so rum. Au! Ah. Und du auch nicht. Drei Stück haben wir alle. Können wir die Kerzen hier anzünden? Nee, ist das, sind das überhaupt? Ach nee, das sind gar keine Kerzen. Das sah aus wie drei Kerzen eben. Okay. So, also hier hinten sind wir einmal rum an der Wand lang. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Also Sackgasse auf jeden Fall. In der Mitte die große Halle. Irgendwo kraucht noch was rum. Lad mal nach. Da scheint eine Abzweigung zu kommen. Links hier. Ja, da kommt eine Abzweigung. Und da hinten haben wir wieder die leuchtenden Erze. Aber hier vorne, wo wir reingekommen sind. Hm, sind wir überhaupt hier reingekommen? Oder bin ich jetzt schon um den Bogen rum? Das sieht nämlich anders aus hier, Leute. Ja, hier sind wir auch nicht reingekommen. Wir sind schon um den Bogen rum. Alles klar, so. Hier haben wir wieder diese komischen Reste von was auch immer. Irgendwelchen riesigen Bauwerken auf jeden Fall. Ein Seil nehmen wir. So, jetzt laufen wir erstmal einmal hier rum. Mal sehen, ob wir dann wieder irgendwo im Kreis rauskommen. Könnte ich mir gut vorstellen. So, lass uns mal zurück. Hier kommt eine große Halle. Und wir können da drüben die Erze leuchten sehen. So, dann zurück. Batterien haben wir ja noch genug. Lad nochmal nach. Ist nachgeladen. Das ist super. So. Okay, hier kommt wirklich dann ein langer Gang und dann am Ende diese große Halle. So. Hier ging es gleich jetzt ab. Und jetzt will ich gucken, wo kamen wir hier rein. Hier sind wir reingekommen. So, genau. Also hier sind wir reingekommen. Von hier. Hier geht es also einmal im Bogen rum. Hinten haben wir nur eine Sackgasse. Und dann haben wir hier diese Abzweigung. Und da geht es eben dann den langen Gang rein in eine große Halle. Und hier eine Abzweigung. Die aber zum Glück nicht so riesig aussieht. Scheint nämlich hier auch schon wieder Sackgasse zu sein. So rum in dem Bogen. Dann scheint es nur da oben bei dem Erz weiterzugehen. Da schleichen auf jeden Fall welche rum. Der hat uns auch schon gehört jetzt hier. Das war das Beinchen, ganz sicher. Oder das Ärmchen. Ich glaube, der hält noch einen zweiten aus. Sicher ist sicher. Und du? Oh, das könnte der... Oh, bist du der Miniboss Nummer 2? Nee, bist du nicht.
So. Also. Ja, hier geht es einfach nur einen kleinen Bogen im Kreis rum. Ist aber alles derselbe Weg. Da unten ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Das heißt, es geht hier auch nur in einer Richtung weiter. Und zwar hier. So. Gehen wir also hier rum. Liegen doch wieder ein paar Kultisten. Was hast du dabei? Noch ein Energy Drink, den nehmen wir. Leuchtfackeln sind voll. So. Ich schätze, dass wir von hier jetzt von der anderen Seite auch in diese große Halle reinkommen. In den großen Bereich, wo wir jetzt eben auch durch den langen Gang reingekommen sind. Ja, das sieht sehr danach aus. Nur von der anderen Seite halt. Ja. Oh, und ich höre Wurstmänner hier rumschleichen. Nimm mal die Taschenlampe kurz weg. Und lass uns mal eben das Feuerzeug mal nehmen. Es hat nicht so eine hohe Reichweite, aber es blendet uns auch selber nicht so stark. Hier ist auf jeden Fall auch ein Zwillingskrabbler drin. Hier ist jede Menge drin. Oh, da ist der Zwillingskrabbler. Wir bleiben erstmal hier hinten am Rand. Oh, und ist ein Boss dabei. Oh, hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Wir müssen strategischen Rückzug antreten. Erstmal hier in den engen, in die Engstelle rein. Das ist ein Bossvieh, glaube ich. Nee, keins. Du auch nicht. Okay, Leute, warte mal. Ich hatte die Leuchtfackeln auf die... Autsch, 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 warte mal. Nee, das waren die Mollys. Leuchtfackeln waren auf der 7. Gehst du weg? Gehst du weg? Du elendes Vieh. Gib mir meine Schrotze. Und in Bewegung bleiben. Autsch. Das ist das, glaube ich, das Bossvieh. Du nicht. Du bist nur ein Zwillingskrabbler. Das da, vom Geräusch her auf jeden Fall. Nee, auch nur ein normaler. So, und du? Nicht erwischt. Warum nicht? War noch alles... Treffer, du Grunzvieh. Da ist noch mal ein Beinchen geflogen auf jeden Fall. Oh. Gibt's doch gar nicht. Das sind alles Treffer. Fall um. Na also, geht auch. Lass mich hier raus. Alles klar, Leute. Da war ein bisschen was los. Ich schätze, da ist immer noch ein bisschen was los. Füll mal auf. Und da können wir hier zumindest einmal auffüllen. Komm, wer gibt seine Rüstung als erstes her? Du. Wir müssen was essen. Wir müssen unbedingt was essen. Was haben wir denn noch dabei? Nur noch eine... Naja, die bringen auch ein bisschen was. Wird auf jeden Fall reichen, dass wir hier noch durchkommen. Warum ist das so frostig? Haben wir unseren Pullover nicht an? Doch. Der reicht aber nicht. Ist trotzdem zu kalt hier unten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Trink einfach nochmal einen Schluck Wasser. Das passt auch. So. Okay, Leute. Dann schnappt ihr mal so eine Leuchtfackel. So, hier sind wir reingekommen. Hier gab es nur diesen einen Weg hier. Und dann geht es hier durch. Und da kommt die große Halle. Und da schmeißen wir jetzt erstmal ein paar Leuchtfackeln rein. Zap. So, hier vorne mal so ein bisschen Überblick haben. Da geht es auf jeden Fall ins Wasser runter. Und zwar ordentlich. Jetzt kommt mir fast ein bisschen vor wie der Abschnitt, in dem wir doch schon mal waren, Leute. Oder? So, da sind wir jetzt eben reingekommen. Jetzt laufen wir erstmal die Seite hier ab. Hier kraucht... So...
Ja, und hier kommen wir in den langen Gang. Das heißt, hier haben wir die Verbindung. Das heißt, da hinten und diese Seite führen also hier in die große Halle. Kommen wir also aus dem anderen Bereich von beiden Seiten hier rein. Haben wir das schon mal. Das heißt, es geht hier irgendwo weiter. Und drüben, da war ja auch eine Wand, ne? Komplett durch. Ja. So, das heißt, da drüben kamen wir rein und ganz da hinten kommen wir rein. Es gibt bis jetzt keine anderen Abzweigungen an dieser großen Halle hier. Nee. Das heißt, wir können nur hier weiter. Immer nur drüben im Auge behalten, die Wand. Nee, das ist bis da hinten geschlossen. Hier auch. Da haben wir die erste Abzweigung wieder. Und hier scheint es aber auch noch weiter geradeaus zu gehen, so wie das aussieht. Oh, Zwillingskrabbler. So, zurück, zurück, zurück. Und ein Wurstmann. Ah, nachladen. Da ist noch einer. Da sind noch mehr. Nehmen wir die Taschenlampe runter hier in dem Bereich. Oh, da kommt er geflitzt. Und vorbei. Der schiebt ihn erstmal auf die Knie. Noch einer im Anmarsch. Abgehustet. Einmal aufs Knie. Kommt angestürmt. Nachladen. Oh, oh, der hat uns mal erwischt mit seinem Anstürmen. Wollt ihr nicht mal abhusten? Ja, der ist fertig. Und der auch. Alles klar, die haben wir. Ein bisschen Munition gibt es wenigstens zurück. Hatte noch mal einer von euch was zu essen dabei? Noch ein bisschen Muni. Taschenlampe wieder raus erstmal hier vorne. So, also, immer noch. Wir sind da reingekommen, drüben Sackgasse bis hier. Hier kommt die erste Abzweigung. Und da geht's noch weiter. Hier kommt eine Abzweigung. Und das führt dann hier aber weiter in die große Halle rein an der Seite. Hier kommt keine weitere Abzweigung. Es macht nur nochmal einen kleinen Bogen hier. Und dann geht's da hinten weiter. Das heißt, wir schauen jetzt hier rein. Was haben wir? Was? Ja. Naja, wir können ja hier ja, doch ein bisschen mehr zu essen mitnehmen sollen vielleicht. Komm, es gibt so eine Guarana-Beere, wahrscheinlich gar nichts, ne? Kannst wahrscheinlich 100 Stück von essen, bis du da was merkst. Aber naja, ja, wir haben gerade nicht so viel zur Auswahl. Und ich will auf keinen Fall in der Höhle speichern, wir müssen hier durchkommen. Irgendwas schleicht sich da doch an uns, oder? Ist nochmal lieber ein Energy-Riegel. Achso, guck mal, wir haben doch hier noch, guck mal, habe ich gar nicht gesehen. Wie gut. Hier haben wir doch was zu essen dabei. Dann reicht es auf jeden Fall, dass wir hier sauber durchkommen. Zapp. Schmops. Einmal Katzenfutter. Lecker. So. Okay, gucken wir hier rum. Alles klar, hier geht's nur in einer Richtung weiter. Oh, 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 oh. Okay, hier kommt man aber wieder rauf. Hier hängt ein Seil. Hier kommt man wieder rauf. Hoffe ich doch. So. Wollen wir jetzt hier runterspringen und uns auf das Seil verlassen? Ja, ne? Das wird ja nicht umsonst da hängen. Machen wir. Risiko. Ja, super. Alles klar. Oh, das heißt jetzt noch ein bisschen was von den Höhlen aus dem ersten Teil. Da ging es ja auch in einigen Höhlen immer weiter nach unten. Man musste sich immer weiter noch abseilen in die Höhlen rein.
Das hatte auch richtig was. So, ich habe dich gehört, Wursti. Ich bin nur kurz... Achso, ich habe schon nachgeladen. Das ist beruhigend. Roms. Von dem holen wir uns auch gleich die Rüstung dann. Oh, da kommen noch Babys gekrochen. Oh, ich habe ja auch gesehen. Speer raus. Ich habe gesehen, dass du da reingekrochen bist, um dich zu verstecken. Elendes kleines Ekelvieh. Komm her. Oh, hier brummt es aber schon wieder gut los. Haben wir auch erstmal. Alles klar. Uns ist doch so kalt. Daran liegt es auch ein bisschen, dass die Ausdauer so runter ist. Komm, schnapp dir noch mal eben kurz eine Fackel. So, jetzt kannst du... jetzt hat das Feuerzeug auch nicht mehr auf L. Na gut, dann so. Lass uns mal eben kurz einen Moment auf... nee, so nicht. Du sollst die anzünden. Moment aufwärmen. Ah, schon besser. So, und... Moment! Ah, schmeißt du sie jetzt nicht erst weg? Ja, aber diesmal ist es wesentlich durch den Boden geglitscht. Das ist super, dann können wir nämlich einmal nochmal wieder auffüllen gleich. Zack, 10 Rüstung und 10 Rüstung. So, ich höre was quieten da vorne auf jeden Fall. Ausgeruht sind wir wieder. Zieh nebenbei mal das Tauchgerät aus. Zack. So. Okay, Schrotflinte. Taschenlampe wieder her. Frisch nachladen. Wie das brummt hier. Hier hockt doch irgendwo ein Fleischklops im Gang, oder? So, warte mal, es geht geradeaus weiter ins Wasser und es geht hier um die Ecke weiter. Aha, aha, aha. Vielleicht nochmal eine Dose Katzenfutter? Ich hätte nichts dagegen. Ja, da waren, glaube ich, sogar... Nee, eine war dabei. Ist in Ordnung. Okay, Sackgasse hier. Und nochmal ganz andere Felsformationen. Bleiben wir hier an der Seite, dass wir die Taschen dabei in der Hand behalten können. Oh. Das sieht auch sehr interessant aus hier. Ich schätze, hier müssen wir weiter tauchen. Ja, müssen wir. Ist das noch ein Riesensystem hier, Leute? Hier müssen wir ja irgendwann... Oh, was ist das? Hier müssen wir ja irgendwann theoretisch eigentlich an eine Sackgasse kommen. Oder an die Wasserrutsche. Eventuell auch. Eins von beiden. Es gab ja noch einen anderen Weg zurück. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal zurück. Das Seil wieder hoch eigentlich dann. Es sei denn, das ist irgendwo verbunden. Ah, was macht ihr denn hier? Sekündchen. Ja, warte, ich habe da gleich ein Rezept. Ich muss nur eben kurz an mein Inventar... Autsch, an mein Inventar kommen. Komme ich aber im Wasser nicht. Kannst mal eben weggehen. Nein, kannst du nicht. Doch, kannst du. Super. Ich muss ja nur einmal kurz hier die Decke ausrollen. Warte mal, das braucht dann auch eine Kurzwahl. Das kommt man dann eben kurz auf die 9. So, warte. Hier. Ei, ganz viele. 1, 2, 3, ganz viele. So, brenne! Elende Kreatur. Ah! Ja! Das wärmt! Von außen und von innen. Mehr von außen. Zuerst jedenfalls, dann auch von innen. Ei, gehst du weg? Garstiges Krabbeltier. Sehr cool. Das erste Mal, dass wir die Viecher auch in der Höhle haben. Oder? Ich glaube schon. Einmal hatten wir einen, glaube ich, im Bunker oder so. Nachgeladen ist. Das sieht sehr interessant aus hier, Leute. Ich höre noch was. Ich höre noch was. Die Felsformationen hier sind gut. Super interessant. Sieht richtig, richtig gut aus. Irgendwo hier um die Ecke rum kraucht auf jeden Fall noch so ein Dämonenvieh. Huh, was hat der denn für einen Anzug an? Guckt euch den mal an hier, Leute. Ei! Gehst du weg. Halt. Au, au, das wollte ich gar nicht. Ah. Einmal mit der Maus verrutscht.
Hier, komm, ich habe was für dich. Die passende Medizin. Nochmal ein bisschen. Ja, so ist das fein. Hier, warte. Ach Mist, das hat ihn irgendwie nicht... Das hat ihn nochmal ein bisschen umgehauen. Hier, brenn du auch. Hier ist Sackgasse. Ne, ja, alles klar. Komm her. So. Keine Ahnung, ob wir dann hier wieder zurück müssen. Das Seil hoch. Aber ich vermute es mal. Oder wie gesagt, es gibt irgendwie eine Verbindung, durch die wir dann trotzdem jetzt noch an der anderen Seite wieder rauskommen. So. Sehr schön. Da haben wir noch mal ein bisschen Rüstung verloren. Aber wir können ja locker auffüllen. Zack, zack. So, gib mir deine Rüstung. Sagt die Zeit. Die Zeit sagt, naja, ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall, aber nicht mehr so super viel. Mal gucken, wie groß das hier noch wird. Ich glaube, da ist noch einer unterwegs. Mindestens noch einer. Ja, ich höre dich doch schon. Du elendes Vieh. Was hat der denn jetzt gemacht? Hat sich selber irgendwie wehgetan. Das waren nicht wir. Also das warst du selber jetzt eben gerade. Au, ah, okay. Alles gut. Oh, guck mal, hier geht's auch noch wieder in mehrere Richtungen rum. Das sieht ja auch mal cool aus hier. So, wo bist du jetzt hin? Da liegt er. So, noch eine endgültige Behandlung. Au! Und du? Aber guck mal, der kippt um, wenn er uns angreift, wenn wir das Kreuz in der Hand halten. Tut er sich selber weh irgendwie, kann das sein? Weil er hat sich jetzt den Rücken geschlagen. Und trotzdem hat es irgendwie gewirkt auf ihn. Das ist so gut. So, den haben wir auch geröstet. Das sieht ja auch mal cool aus. Da sitzt... Guck mal hier, Leute. Oh. Oh, 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 oh. Und noch einer. Die haben den einen da... Der eine sieht fast ein bisschen aus, als wenn die das hier angebetet hätten irgendwie. Warum können wir uns nicht so einen Anzug schnappen? Das wäre mal cool. Also, oder hier irgendwo noch einen frischen finden. Vielleicht nicht unbedingt einen, wo schon irgendwer so ein halbes Jahr drin verrottet ist, aber vielleicht einen frischen. So. Was sitzt denn hier für einer? Ui, können wir was mitnehmen, Leute? Goldene. Haben wir jetzt die Rüstung uns genommen, die der da gerade anhatte? Die sah aber cool aus. Was hält denn die? Wo ist denn die? Unten bei unseren Rüstungen wahrscheinlich dann, ne? Oh, da. Gold. Oh, hier hat aber gar keine Werte. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oder hat die irgendwie, wenn wir die jetzt anziehen, hat die... Oh, jetzt haben wir alle unsere Rüstung auf den Boden geschmissen, ne? Ei, Mist. Jetzt habe ich unsere ganze Rüstung auf den Boden fallen lassen. Da liegt sie. Zu großen Teilen. Warte mal eben. Nee, das machen wir anders. Oh, guck mal, wie das aussieht. Wie cool, Leute. Ist das gut? Nee, aber das müssen wir anders machen. 9 Stück haben wir und einen Dämon hatten wir hier auch noch. Können wir uns wieder die 10 voll machen. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war auch das, was wir hier finden sollten. Was ich hier vergessen habe in dieser Höhle. Aber ich hätte auch noch so einen Anzug hätte ich trotzdem noch gern. Oh, hallo. Was ist das denn? Da geht ein Seil nach oben. Noch mehr Seile. So, dann geht es hier nur einmal groß im Kreis rum. Ja, und da sind wir reingekommen. So, okay, also entweder zurück oder das Seil nach oben. Wobei das fast nach einem Ausgang aussieht irgendwie jetzt hier, Leute. Ne? Wir schauen mal. Vielleicht kommen wir noch ganz woanders raus. Hat die Höhle 3 Ausgänge. Und das hat jetzt richtig vom ersten Teil das Feeling. Absolut. Ich schätze mal, wir kommen jetzt sowieso wieder im anderen Teil der Höhle raus und finden dann... Oh, Ausdauer ist gleich knapp, aber wir stürzen nicht ab, ne? Nee. Wahrscheinlich dann irgendwo im Bereich der Wasserrutsche raus, trotzdem. Guck mal, es geht noch weiter nach oben hier. Okay,
Das ist jetzt wirklich original wie im ersten Teil hier. Damit die Ausdauer knapp, dann geht es nur noch langsam vorwärts. Ist das gerade mal super? Extrem weit runter ging das jetzt aber hier, Leute. Vielleicht kommen wir auch wieder am ganz oberen Abschnitt der Höhle raus. Wäre aber auch nicht schlecht. Nur dann müssen wir halt zurücklaufen in unseren Gleiter und hoffen, dass der eben immer noch da steht. Dass das mit der Distanz nichts zu tun hat, sondern wirklich nur, wenn man irgendwo speichert. Aber wir haben ja nicht gespeichert. Ich höre ein Vieh, Leute. Nee, ist. Guck mal, hier geht's. Okay. Hier können wir auch nochmal rauf. Wir sind ja jetzt schon höher als der obere Abschnitt der Höhle, würde ich fast sagen. Ist das mal gut. Solche Höhlensysteme brauchst du auf jeden Fall noch mehr, wie im ersten Teil. Auch wenn man sich da extrem gut verirren kann. Und immer mit Sicherheit irgendwo was überlässt. So, da haben wir wieder einen Zwillingskrabbler und Babys sehe ich auch schon. Nee, warte, eigentlich wollte ich aber egal, komm, was soll's. Ja, ich weiß Bescheid. Obwohl, warte mal ganz kurz. Nee, warte mal ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz was gucken. Die hatten wir auf der 6, ne? Dann nehmen wir mal kurz das Feuerzeug in die Hand schon mal. Und so einen kleinen Molly dazu. Anzünden wäre nett. Wenn du da gerade so rumstehst, du elendes Vieh, dann nimm den hier. Ja, der wärmt doch auch. Ach, Herz und Seele. Oder was sagst du? Noch einer drauf. Bleibt mal schön so stehen. Finde ich gut. Müsste eigentlich schon reichen für den, oder? Vielleicht noch ein Schuss. Hier mit der... Ja, das hat gereicht. Alles klar. Und Babys waren hier aber auch noch unterwegs. Ich habe euch schon gesehen. Noch einer. Schon wieder keine Ausdauer, nicht so viel sprinten. So, ich glaube, die haben wir alle. So, weiter rum. Und jetzt müssen wir wieder nach unten tauchen? Zumindest ein Stück geradeaus. Erstmal. Mal sehen, in welchem Abschnitt wir jetzt wieder rauskommen hier dann. Geht auf jeden Fall nur in einer Richtung weiter hier. Ne? Wir haben an beiden Seiten Wände. Ausdauer wird langsam knapp. Oben drüber geht es auch noch nicht raus. Hier sieht es langsam danach aus. Lad gleich nach. Unten nehmen wir hier nochmal wieder die Taschenlampe in dem schmalen Gang. Oh, Leute, da hinten ist ein Bossvieh. Da sieht er den blau leuchtenden da hinten, der so ein bisschen schimmert im Dunkeln. Da. Das ist überhaupt nicht gut. Dann lassen wir es auch noch von den normalen schon mal eine verpassen. Auch nicht gerade optimal. Ja, ich hab dich gesehen, du elendes... Leuchtvieh. Der kippt um. Bleibt da auch liegen. Sieht nicht so aus. Der zappelt noch. Wo ist doch der Langsame? Dann geht's. Das ist der Langsame. Ich dachte, das ist der Schlimmere von beiden. Du bist's wieder nur. Ich schätze, wir haben auch kaum noch Munition. Nehmen wir mal ein bisschen die Pistole. Ist auch wirklich nicht schlecht. Die ist auch wirklich nicht schlecht. So.
Einmal hat er uns wieder noch was verpasst hier. Auffüllen und dann holen wir uns die vom normalen hier. Jep, nee. Rüstung will ich haben. Hallo? Jep, sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie weit das noch geht hier. Okay, wir haben wieder das nächste Seil nach oben hier. Ne, die Lampe sollst du nicht ausmachen. Du sollst das Seil raufklettern. So, können wir das jetzt nicht raufklettern? Doch. Alles klar. Auf geht's. Immer weiter nach oben. Das wird die riesigste Höhle, in der wir auf jeden Fall drin waren. Und ich habe das Gefühl, wir haben unten jetzt immer noch einen Teil dann nicht gesehen. Irgendwie einen kleinen. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt gefunden hier. Also wenn wir jetzt irgendwo rauskommen, habe ich nichts dagegen. Aber ich glaube, wir haben noch einen ganzen Weg vor uns. Immer noch, um hier irgendwie wieder rauszukommen. Ist nochmal ein Happen, Junge. Komm, du hast doch nochmal Katzenfutter gefunden. Ist nochmal was? So, da wird es doch langsam kritisch mit der Folgenlänge, nehme ich auch hier. Ein bisschen haben wir noch. Aber, oh, nee, du solltest essen. Es wäre aber dann doch langsam super, wenn wir irgendwo mal so ein bisschen Richtung Ausgang kommen würden. Aber ich glaube, wir kommen eher nochmal wieder ein Stück ran. Oh, Leute, hier ist die zweite Wasserrutsche. Alles klar, das heißt, es gab irgendwo noch einen Abschnitt oben in dem Bereich, wo wir jetzt nicht waren, aber wahrscheinlich nur noch eine kleine Ecke. Na gut, da wir hier eh nicht mehr zurück können jetzt den ganzen Weg, rutschen wir lieber runter. Denn da wissen wir ja, wo wir einigermaßen, wo wir rauskommen. Hopp. Und hier laufen wir jetzt auch mal ein bisschen, Leute, weil das ist die untere Höhle, die kennen wir schon. Da waren wir sogar schon zweimal drin. Das heißt, wir lassen die Gegner jetzt hier auch mal so ein bisschen und versuchen einfach nur jetzt hier einmal unseren Hintern heil rauszubekommen. Und zum Gleiter zurück noch zu schaffen. Das wäre auch super. Oder beziehungsweise kommen wir ja am unteren Teil der Höhle raus. Das heißt, der müsste ja eigentlich da sein. So, zapp. Ja, ja, hol ein bisschen Luft. Das ist auch so gut gewesen hier unten, ne? Mal gespannt, ob da noch mehr von kommt. Und ob man da ein bisschen was zu erfährt, zu diesen ganzen Bauwerken hier noch. Schnauf nochmal eine Runde durch. So, ich meine, das war sowieso, führte sowieso beides in dieselbe Richtung am Ende. Dann können wir auch hier lang laufen. Ja, ich glaube, das ist richtig gewesen. Wir mussten auf jeden Fall nochmal tauchen, um rauszukommen. So. Wupp. Ausdauer so langsam am Ende. Auch kein bisschen geschlafen, die ganze Nacht durch die Höhle gelaufen. Kein Wunder, dass die Energie ein bisschen ans Ende kommt. Da wird sogar unter Wasser schwer geatmet. Ja, Leute, wir sind raus. Hier ist der Stuhl. Ja. Ah. Unterer Höhlenausgang. Wir haben's. So, guck mal hier natürlich nochmal durch. Sehr schön, Leute. Und wir haben eine goldene Rüstung gefunden, die irgendwie keine Werte hat. Aber die sehr cool aussieht auf jeden Fall. Und die wahrscheinlich dann irgendeine spezielle Funktion hat, gehe ich mal einfach davon aus jetzt. So, Leute, dann gucken wir mal. Das Entscheidende. Ah. Ah, erstmal das Entscheidende, die Helligkeit nochmal wieder runter schnell. Ja. Und jetzt geguckt, ob unser Gleiter da oben geparkt ist. Bitte sei noch da. Ja, er ist noch da, Leute. Sehr schön.
Okay, dann, ihr Lieben, können wir jetzt hier zum Ende dieser Folge kommen. Ich stelle uns jetzt hier ein Zelt auf, dann speichere ich wieder direkt neben unserem Gleiter. Und in der nächsten Folge, lass mal gucken, wo sind wir? Hier sind wir. In der nächsten Folge fliegen wir das kleine Stück noch gemütlich zurück nach Hause. Den Bogen drehen wir noch zusammen rum. Ist ja jetzt nicht mehr weit. Sind ja schon wieder hier unten an unserer letzten Markierung angekommen. Und da oben haben wir, wie gesagt, nur mal so einen Blick grob riskiert. Das wäre das nächste Ziel, halt die Markierung da oben, ist storytechnisch dann. Und dann haben wir noch eine Tür jetzt auch entdeckt gehabt auf der Reise, die nicht aufging. Mal gucken, wann es da weitergeht, ihr Lieben. Aber jetzt haben wir erstmal eine goldene Rüstung gefunden und nochmal eine große, große Höhlentür gemacht durch ein richtig cooles Höhlensystem, wie ich finde. Auf jeden Fall auch ein bisschen labyrinthartig, schon gefährlich, sich zu verirren, aber trotzdem. Oder dass man auf jeden Fall nicht alles findet, aber schon gut gemacht. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.